Hallo und willkommen zurück zu Lufia, unser 100. Part. Wir sind auch immer noch in der Ahnenhöhle und, sorry, der letzte Part war ein bisschen sehr, sehr kurz geraten. Ah, das liegt daran, dass ich nicht so richtig auf die Zeit geachtet habe und dementsprechend, naja. Wir werden heute dann auch mal einen etwas längeren Part machen, alleine wegen Folge 100 schon. Oh, ein Heilfeld, sehr gut. Da werden wir auch gleich nochmal hingehen, wenn wir hier aufgeräumt haben. Ja, und an alle, die dem Projekt so lange beibleiben, natürlich einen schönen Dank auch. Und ich hoffe, ihr habt auch immer noch Spaß dran, auch wenn wir jetzt hier momentan ziemlich viel Ahnenhöhle machen. Ja, es werden auf jeden Fall noch viele Projekte kommen. Das habe ich euch ja auch schon in dem Infovideo erzählt. Also es wird auf jeden Fall nicht abreißen. Im Gegenteil, es wird ja eher noch dazukommen. Muss nur mal gucken, wie ich das dann, sobald ich mehr Zeit habe, die Planung dann aussehen lasse. Zumal ja auch noch mein kleiner Admin-Auftrag dann bald noch dazukommt. Zaubersirup. Wieder mehr Zauber. Ja, wir können auf jeden Fall gleich die Heilung gebrauchen. Wir haben zwar keinen Schaden gekriegt, aber Level. Ja, auch wieder so eine Ebene, wo wir die Heilung nicht wirklich gebraucht hätten. Und da ist natürlich eine. Die zufällige Verteilung werde ich wahrscheinlich nie verstehen. Jetzt haben wir zweimal hintereinander das gehabt. Ich meine, beim letzten Mal hatten wir auch was Ähnliches gehabt und hatten da auch eigentlich keine wirklich gebraucht. Ah, hier haben wir auf jeden Fall direkt den Ausgang. Ein Kampfdegen, der wird definitiv schlechter sein als unser Todesschwert. Den werden wir tatsächlich mal aufbewahren, weil ein paar Gegner sind nämlich immun gegen den Schaden vom Todesschwert. Der ist nämlich nicht so viel schwächer. Okay. Da werden wir gleich nochmal reingehen. Da ist auf jeden Fall ein sehr umfangreicher Weg. Kein Insta-Kill. Na gut, dass wir hier zuerst rein sind. Hier ist nämlich nichts. Also noch nichts am weiteren Weg, nur ein Kraftwasser für uns. Okay, wir haben unten den Weg und wir haben oben den Weg. Da werden wir wahrscheinlich erstmal nach unten gehen. Naja. Ach, wieder nur ein Stab. Kann man direkt verfüttern. Der ist auch noch nicht wirklich weit entwickelt, leider. Also sieht nicht so gut aus wieder. Haben bis jetzt auch relativ wenig gefunden. Abgesehen von zwei blauen Truhen, die uns gar nichts bringen. Na, Level 12 ist jetzt auch nicht so unbedingt das Beste. Ist immer noch relativ wenig.
grinden oder so können wir ja auch nicht. Wir können ja nicht unser Gegenstand benutzen, um die Gegner immer neu zu rufen. Das könnten wir uns halt nämlich hier ganz einfach machen und auf so einer Ebene voller Monster mit Heilung da durchmogeln, sag ich mal. Okay, jetzt sind wir oben der Weg. Ein Heilsirup. Davon haben wir ja noch nicht so viel. Und die Ebene wäre damit auch wieder erledigt. Und meine Vermutung beim letzten Mal war richtig gewesen. Windows hat da wieder ein Update gesucht gehabt, wodurch die Probleme kamen. Also eigentlich ist immer noch dieselbe Aufnahmesession. Also kann sein, dass das hier und da nochmal stockert. Okay, das ist wieder so ein Durchgang. Dann ist der wenigstens auch freigelegt. Dann wissen wir nämlich schon mal, dass wir da waren. Okay, wir haben unten die Wege. Ein Mini-Rock, das ist was für unsere Mädels. Wer von den beiden Mädels möchte. Dann würde ich sagen, unsere Celan. Okay, da ist schon mal unser Ausgang. Das ist nicht gut. Die machen alle keinen Schaden an denen. Okay, Golems könnten echt ein Problem gerade werden für uns. Wir haben nämlich nichts, was an denen Schaden macht. Gut, wir hätten unser Feuerzauber. Ein Schaubär, den können wir direkt verfüttern. Samu-Juwel, als ob ich unser Samu-Juwel verfüttern würde. Okay. Das wird wahrscheinlich wieder so ein Durchgang sein. Das hat es ja Erfolg gebracht. Ein Feuerdolch, der wird schlechter sein. Feuerdolch halten wir mal fest. Das ist nicht so toll, aber immerhin eine Waffe gegen Erdmonster. Wenn ich sehe, dass wir wieder Golems haben, dann können wir das mal kurz ausrüsten, um die Golems zu erledigen. Vielleicht haben wir ja Glück und finden noch eine bessere Feuerwaffe. Kraftsirup, ja, immerhin. Wieder was zum Heilen, also eine Vollheilung. Na, Todesdolch wird ja keinen Schaden an denen machen. Ja, dachte ich mir. Maxim ist ja gerade eher nutzlos. Da mal die Verteidigung.
Na, hier wird auf jeden Fall Schaden machen. Mit Glück sogar ein paar Insta-Kills. Oder auch nicht. Ja, danke fürs Wecken, was nicht brachte, weil alle schon wach sind. Okay, das war's dann auch wieder hier auf der Ebene. Ach, Moment, hier links oben war doch der Ausgang. Langmesser war, glaube ich, schlechter. Ja, ganze Ecke schlechter. Schmeckt ihm nicht. Ja, wir sind auf Ebene 13 und haben Level 13. Ja gut, bis jetzt sieht es noch halbwegs okay aus, aber wir müssen eigentlich mehr kriegen. Zaubertrank. Oh, 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 das können wir gebrauchen. Okay, hier haben wir den Ausgang. Ja, wir kriegen ja in erster Linie Waffen zu verfüttern, wenn ich das so sehe, weil... Was machen wir mit dem ganzen Peitschen? Damit können wir überhaupt nichts anfangen. Rein theoretisch könnte man sogar den Ehering verfüttern, weil... Die können davon eh nur einen benutzen. Ach, wisst ihr was? Wohl bekommst. Wir haben ja eh einen, der schon festgewachsen ist und zusätzlich noch bringt ihr ja nicht mal was. Das war aber wieder so ein Insta-Kill. So. Ein Mantel. Oh, wir kriegen mal Rüstung. Wird auch Zeit. Wieder alles nur für sie, also unsere Art hier hat wieder noch wieder nichts. Ist echt blöd. Und wenn die Röcke mager nicht. Blutball. Das war doof. Das hat uns gerade gar nichts gemacht, leider. Und die sind eigentlich recht gut. Sieht mir wieder nach einer Ebene aus, wo wir Heilung bekommen, aber keine bräuchten. Leinenmantel. Und ich sehe gerade, wir haben Holz und Untote. Dementsprechend werde ich jetzt umrüsten. Auch wenn er schlechter ist. Aber lieber eine schlechtere Waffe, mit der man angreifen kann, als eine, die halt überhaupt nichts bringt. Na, aktuell ist auch der einzige, der Schaden macht, so richtig. Autsch. Ja, das ist wirklich ein Trauerspiel. Okay, die Heilung werden wir unten auf jeden Fall gleich nochmal nutzen müssen. Noch ein Mantel. Darf den vielleicht unsere Atea jetzt nutzen? Ich glaube, die hat ein bisschen kalt momentan. Nö.
Nicht mal den Mantel darf sie benutzen, das ist ja richtig blöd. Todesschwert wird natürlich nicht verfüttert. Das haben wir nur gerade nicht an wegen den Untoten. Unser Maxim darf ja sonst nicht angreifen. Und hier macht er sogar einen One-Hit mit der eigentlich schlechteren Waffe. Nur dann Vorteil durch Element. Ein Holzschild, das können wir sogar gebrauchen. Ich hoffe mal, dass Atea das ausrüsten darf. Die hat nämlich noch gar nichts an Ausrüstung. Und durfte sie sogar. Uiuiuiuiui. Das hat aber reingehauen. Okay, das heißt, wir werden uns jetzt nochmal heilen und können weiter. Das war jetzt nicht so schlecht. Solange wir die Möglichkeit der kostenlosen Heilung haben, sollten wir sie nutzen. Ach, leider unsere Mana wird nicht mit aufgeheilt. Die können wir mal gucken. Gut. U14. Kettenpanzer. Das ist doch schon mal ein Anfang. Naja, hat mehr Rüstung, aber wir würden unsere Ego-Kraft verlieren. Und die hat nichts. Den Neinmantel kriegt ganz eiskalt unsere Atea, weil das kann nicht sein, dass sie hier überhaupt nichts an Ausrüstung hat. Die Alpha Untote. Ein Buttermesser. Yay. Was zur Hölle soll ich mit einem Buttermesser? Ein Gegner einen schmieren oder was? Die Umrüstung hat sich gelohnt. Atea, mach alleine. Jana kommt nicht mehr zum Zuge. Okay, da ist hier so ein kleiner Durchgang auf der linken Seite. Noch eine Camo-Rüstung. Sehr schön. Die nur er tragen kann. Also Bon Appetit. Was? So eine gute Rüstung und er will ihn nicht mal. Verwöhntes Vieh. Okay, wir haben links den Durchgang und oben rechts. Dann würde ich sagen, gucken wir erstmal links, weil das mir nach so einem Miniraum wieder aussieht. Ja, und dann oben rechts. Ausgang haben wir ja hier schon. Ah, so schnell konnte ich nicht umrüsten.
Autsch. Ja, sie macht den Glatzenwichter mal platt. Ja, und der Rest braucht dringend mal eine stärkere Waffe. Na gut, Todesschwert ist es auch nicht so schlecht. Zumindest wenn der Toteffekt greift. Hier kann unser Maxim leider überhaupt nichts machen. Das bringt leider auch nichts. Dagegen sind die nämlich immun. Okay, Athea hat jetzt schon mal den Status erreicht, dass sie so Angriffe abwehren kann. Das ist sehr gut. Obstmesser. Wird ja immer besser. Statt ein Buttermesser kriegen wir jetzt ein Obstmesser, also. Ich weiß ja nicht. Finde ich jetzt nicht so effektiv im Kampf, also. Außer man kämpft gegen Äpfel und Birnen und keine Ahnung was. Ja, aber naja. Ja. Na super. Ach, sehr schön wieder. Instakill. Sehr schön. Ein Zauberkuh. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob der nicht die maximale MP erhöhte. Ist auch wieder nur eine Heilung. Okay. Ja, das war's hier auch schon wieder auf der Ebene. U15, also auch die Zeit. Ja, Zeit satt. Da hinten ist ein Weg und hier ist ein Weg. Gehen wir zuerst mal in die erste Tür rein. Engelsflügel. Das dürfte was für Celan sein. Die andere kriegst du heute ja nicht. Oh, die sind aber auch sehr gut, muss ich sagen. Wieder verfüttern. Da. Hat ihm auch nicht geschmeckt. Mini Rock. Naja, mochte er ja nicht. Also Celan ist jetzt auf jeden Fall relativ brauchbar ausgerüstet. Unser Erlek hat mal wieder den Löffel abgegeben. Der hat echt ein bisschen wenig Leben. Ja, die macht ordentlich Damage. Noch ein Zauberkrug. Da lang. Kraftsirup. Nochmal enges Flügel. Das ist ja schön und gut, dass sie so viel gute Ausrüstung kriegt, nur leider kann nur sie da tragen. Also,
So eine gute Rüstung und der mag es nicht. Tornado. Ja, da unten sind schon wieder Untote. Das heißt, wir werden wieder Feuerdeutsch anlegen. Was sich natürlich sehr lohnt, wenn es nur einer ist. Aber gut, das sehen wir ja vorher nicht. Der ist nicht untot. Ach, ein Jethelm. Oh, ein Helmchen. Kann er gut gebrauchen. Okay. Guck noch mal, ob ich da irgendwas übersehen habe, weil unten war der Ausgang. Ja. Den Weg hier haben wir nämlich beinahe vergessen. Eieiei, der Damage von ihm ist echt total für die Tonne. Ah, der kriegt leider immer noch Schaden. Schade, dass wir das Geld nicht behalten, was wir hier einnehmen. Sehr schön, Kraftwasser. Entschuldigung, Kraftwasser. So, okay, wir können also Mana wieder auffüllen. Also bis jetzt sieht das deutlich besser aus als unser erster Run. Und unser zweiter Run. Ja, ich hau es unser dritter Run. Naja. Wir hatten aber auch eine Menge Pech, muss man schon da sagen. Okay. Damit wäre die eben auch wieder clear. Okay, das ist hier so eine Kampfebene. Ach ja, stimmt ja, Untote. Hm. Er kann ja mal testen, ob er da irgendwo Mana herkriegt. Wenn nicht, dann nicht. Kann dann, dass sie gar keine Mana haben. Ja, doch. 20. Aua. Eie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 
Okay. Wir haben ein paar Skeletors. Ah, okay, den müssen wir wohl freikämpfen. Ich versuche sie ein bisschen gezielter rauszukriegen. Ihr seht ja auch warum. Ach komm, dein Schrei, das bringt doch gar nichts. Und dann macht er wenigstens den Dizzy-Effekt oder so. Das würde ja wenigstens noch etwas bringen. Eine Franziska. Auch wieder nur Schrott. Okay. Ein Holzschild, sehr schön. Da bestimmt noch jemand ohne Schild. Genau, unser Guy. Ja, okay. Das wäre alles blöd. Ich glaube, die kommen erst gar nicht zum Angriff, wenn wir da hinlangen. Na, das ist dann aber gut gegangen. Okay, gut, wir können jetzt ein bisschen aufräumen, bevor wir wieder ein paar Untote haben. Aber ihr merkt schon, es macht Sinn, dass man die nach und nach versucht rauszufiltern. Die nicht stärkere Feuerwaffe hebe ich mir auch mal auf. Ja, immerhin, ja, machen wir was Sinnvolles. Okay, Guy hat jetzt zumindest ein bisschen mehr Verteidigung. Weil das immer noch nicht die Welt ist. Ach, das war blöd. Das kostet mir Lebensenergie. Na, leider macht das Todesschwert auch gerade nicht mehr so viel Schaden. Eine Lederweste. Und Kraftwasser. Schauen wir mal. Sie ist das nicht verkehrt. Hätte sowieso keinen Effekt. Muss da auch ein bisschen drauf achten, dass ich nicht versehentlich irgendwelche Heilsachen verbrauche. Einmal Zombie haben wir noch. Ja, das Todesschwert macht hier nicht so gut Schaden gerade. Ah,
nochmal besonders beunruhigt, ist, dass ja unser Maxim schon wieder langsam in den unteren Lebensbereich reinkommt. Okay, das war doch schon mal was. Klingenrute, ja, der schrott schon wieder. Frauen, so bringt doch gar nichts bei Untoten, du bist hier. Eieiei. Sehr schön. Kein Schaden bekommen. Okay. Ah, ihm schmeckt's. Noch mehr Kraftwasser, sehr schön. Wäre natürlich eine Möglichkeit, die Kamoros zu nutzen. Foruga. Können wir auch wieder verfüttern. Und danach sollte unser Kapselmonster schon eine Stufe weiter sein. Sehr schön. Na komm, ich gebe ihn da mal. Na, das war ein guter Schub. Schon wieder ein Überraschungsangriff. Okay, unser Ehrlich hält auf jeden Fall jetzt ein bisschen mehr aus. Und der wird jetzt wahrscheinlich abhauen. Entschuldigung. Ein bisschen trockener Hals heute. Ja, dachte ich mir schon. Aber auch bei den Pilzen glückt das hin und wieder mal mit dem Todeseffekt. Das ist auf jeden Fall gut. Eine Armbrust gefunden. Okay, das ist was für unsere Artea. Propeller trifft alle Feinde. An sich ganz nett, aber zu wenig Damage. Jetzt haben wir den großen Raum clear, dann haben wir noch zwei Räume zu erkunden. Schauen wir mal, wie es hier aussieht. Okay, da wäre weiterführend. Da könnte es Richtung Ausgang gehen. Gucken wir mal rechts. Ein sehr großer Raum. Ah, eine Peitsche. Wieder nichts gescheitert. Krafttrank. Ja, immerhin. Zum Vergleichen, ja, 110, also bei der Standardwaffe, die wir jetzt aktuell ausgerüstet haben, sind wir bei über 400. Kann man total vergessen, das Ding. Okay, war die richtige Wahl. Ich versuche den gerade irgendwie ein bisschen so zu erwischen, dass ich nicht in den Hinterhalt gerate. Der kostet ja immer leider KP. Wir müssen vor allem gucken, dass Guy möglichst viel Verteidigung hat. Wenn der nämlich öfters Treffer abkriegt, kann er uns heilen.
Ja, eine Franziska. Na, einen Gegner haben wir noch, ansonsten einen Ausgang. Sehr schön, noch ein Krafttrank. Nochmal Level up für alle. Okay, was sagt unsere Zeit? Die Zeit sagt, wir können noch eine Ebene machen. Schon wieder das Buttermesser, was kein Mensch braucht. Einmal Zombie. Na komm, verfüttern wir mal den Schrott. Haben wir das hier. Dann haben wir das hier. Gegengriff ist nicht verkehrt, weil noch haben wir keinen Zauber dafür. Na, guck mal erstmal unten und dann nach oben. Na, ich lasse sie einfach erstmal ausgerüstet, die Waffe. Und dann sehe ich nur Zombies. Ich weiß, Ghouls. Die Giftklaue bringt hier leider nichts. Okay, unten ist erledigt. Ach, da hinten geht es auch noch weiter. Würde ich sagen, gehen wir erstmal rechts und dann nach links. War einmal nur Sackgasse. Ja, war eine gute Entscheidung. Federweste. Die könnte bei manchen besser sein. Okay, die Federweste können wir verfüttern. Wir haben Ego-Kraft 3, also die Engelsflügel dürfen wir auf keinen Fall verbrauchen. Das ist sehr gut. Unsere Celan und Guy sind unsere Heiler aktuell. Gut, Celan ist ja eigentlich standardmäßig Heilerin, aber... Momentan muss sie mit den ZP vorlieb nehmen. Ja, unsere beiden Mädels machen mal so. Ja, was wird wahrscheinlich nur Athea zukommen. Ein bisschen Mana auffüllen. Würde ich sagen, sind wir auch so langsam, aber sicher wieder Ende, am Ende angelangt. Und ja, komm, einen Räum können wir noch machen. Dafür habt ihr ja letztes Mal so einen super kurz Part gehabt. Ein bisschen können wir noch. Camo-Rüstung können wir leider nicht mehr ausrüsten, da haben wir schon eine von.
meine ich, bei denen hätte er vorher überhaupt nichts gemacht, deswegen. Rüsten wir auch wieder das Todesschwert aus. Sehr schön. Gut, wir haben hier rechts zwei Wege und hier oben ist auch noch ein ziemlich großer Teil des Raums. Ah, das war schlecht. Ah, das ist eigentlich relativ schlecht, dass wir nur über ZB heilen können. Das heißt, wir müssen unsere ZB eigentlich für Heilung festhalten, obwohl wir die auch teilweise für einen Angriff brauchen. Naja. Guck mal da. Federrüstung. Bringt uns tatsächlich überhaupt nichts. Der kann aber auch mit dem ganzen Kram nichts anfangen, weil wir ihn da verfüttern. Na, gehen wir unten mal lang. Eine blaue Truhe. Dürfte an sich noch keine Mimik sein. Gorganstein, okay. Was ist das? Mutti-Schlag. Wir verlieren aber eine Menge Bewegungsgeschwindigkeit. Aber dafür geht alles andere hoch. Na komm. Okay, wir haben oben und unten noch. Ja, hier haben wir auch schon wieder den Ausgang. Ja, das scheint auf jeden Fall zum Abschluss noch mal eine schön große Ebene zu sein. Blocktropfen, naja. Auf jeden Fall sehr verwinkelt. Also ich habe schon so langsam den Überblick ein bisschen verloren, muss ich ehrlich sagen. Enges Flügel. Haben wir noch ein paar. Hier scheint ich auf Nummer sicher zu gehen, dass wir welche behalten. Ach, Geist ist auch wieder langsamste. Okay, bevor wir hier weitergehen, wo ja auch der Ausgang ist, gehen wir erstmal hier rein. Okay. Da oben war, glaube ich, eine Sackgasse. Das heißt, hier nochmal rechts rein. Okay. Gut, perfekt. Dann machen wir auch hier erstmal einen Cut und sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Lufia. Tschüss. Ach, und bevor ich jetzt noch vergesse, falls nach diesem Part erstmal eine Weile nichts mehr kommt, liegt das da einfach an, dass ich in der Zeit doch noch nicht zurück war, um weiter aufzunehmen. Also, keine Sorge, es werden weiter Parts kommen und es könnte nur vielleicht was dauern. Bis dann.